Und damit herzlich willkommen zurück bei World of Warcraft. Keine Sorge, wir machen keine Zeitreise und questen jetzt wieder Nagrand. In der letzten Folge hat uns nämlich der gute Altruis, der Leidende, in der gesamten Scherbenwelt rumgeschickt. Wir sind über jeden Kontinent in der letzten Folge geflogen, hier in der Scherbenwelt. Und jetzt nur um ihn unsere Treue quasi zu demonstrieren, dass wir weder mit der brennenden Legion was zu tun haben, noch mit Illidan. So, und ich hoffe mal, der Typ vertraut uns, obwohl ich mir ziemlich sicher bin, dass wir im Nahkampf schon mal was für den gemacht haben. Aber der stellt uns so hin, als ob wir völlig fremd gewesen wären. Aber gut, hatten da auch was anderes an. So, dann rede ich jetzt mal mit dem. Ihr habt bewiesen, dass ihr guter Gesinnung seid, Vorkan. Bitte verzeiht mein Misstrauen, aber in dieser Welt sind die Dinge nicht so, wie sie scheinen. Wenn ihr bereit seid, werde ich euch von Varedis erzählen. In dieser Welt sind die Dinge nicht so, wie sie scheinen. Am Ende stellt sich noch raus, dass du böse bist, oder was? Oder dass du sehen kannst. Oder gar keine blauen Augen hast. Okay, er erzählt uns also eine Geschichte über Varedis. Gucken wir mal. Achso, die Informationen, die ihr gesammelt habt, führen zu folgender Erkenntnis. Achso, ja, okay. Erzählt mir vom Ausbildungsgelände für Dämonenjäger bei den Ruinen von Karabor. Als Belohnung für seine jahrelangen Dienste erlaubte Illidan Keltas 5 Krieger auszuwählen, die unter ihm trainieren sollten. Es sollte das erste Mal sein, dass Blutelfen die Ausbildung zu Dämonenjägern erlaubt wurde. Die Ausbildung war brutal. Illidan verlangte von Kells Kriegern Prüfungen, an denen selbst manche fähigen Dämonenjäger gescheitert wären. 3 von Kells Elfen starben in der Ausbildung. Einer wurde wahnsinnig, einer bestand. Ich höre zu. Sein Name war Varedis. Zu Illidans Überraschung überstand er nicht nur die qualvollen Initiationsriten erfolgreich, die Teil der Ausbildung sind. Varedis verfügte bereits über eine bessere Beherrschung seiner Kräfte als manch erfahrener Dämonenjäger. Illidan spürte das Potenzial in Varedis und wies 3 Meisterdämonenjäger an, ihn weiter auszubilden. Bitte fahrt fort. Nach einem Jahr der Ausbildung bei Illidans 3 besten Dämonenjägern hatte Varedis sie überflügelt. Was er gelernt hatte, reichte ihm nicht aus, also infiltrierte er den Schattengrat, wo er von einem machtvollen Relikt erfuhr, dem Buch der teuflischen Namen. Er las heimlich aus diesem Buch und lernte jedes Kapitel auswendig. Interessant, das klingt schon wieder so, als ob das auf eine Gruppenquest hinausläuft. Interessant. Gerüchte besagen, dass man ein gewisses Maß an Macht über Dämonen erhält, deren wahren Namen man kennt. Das Buch der teuflischen Namen soll angeblich die wahren Namen von jedem Dämonen enthalten, der jemals existierte. Durch das Auswendiglernen des Buches fand Varedis eine Quelle der Macht, die an die heranreichte, die Illidan durch das Trinken aus dem Schädel des Gul'dan erhielt. Auf Illidans Geheiß betrieb Varedis jetzt das Ausbildungsgelände bei den Ruinen von Karabor zusammen mit 3 Meistern, die ihn gelehrt hatten. Eine sehr interessante Geschichte. Es überrascht mich nicht, dass ein Blutelf so geeignet zum Dämonenjäger ist. Schließlich haben die Sindurai keine Abneigung gegen dämonische Magie, anders als die Nachtelfen. Ich erwarte jedoch nicht, dass viele Erfolg haben, die meisten Varedis eingeschlossen, suchen nach Macht um ihren Selbstwillen. Diese Macht wird sie verzehren, denn sie werden nicht von dem reinen Feuer getrieben, das im Herzen eines wahren Dämonenjägers wohnt. Es gibt noch etwas, das ich euch fragen wollte, Altruis. Erzählt mir vom Ausbildungs... Achso, mal so eine Frage, ne? Der meint ja, einer ist verrückt geworden und der andere... Ach ne, es ist ja gar kein Blutelf. Ich dachte schon, das ist der, aber das ist ja Nachtelf, so wie man es sieht. Illidans Schüler, jetzt kennt ihr die Geschichte. Bleibt nur noch eine Sache zu erledigen. Ich finde es gut, dass ihr vorhabt, Varedis und seine Anhänger aufzuhalten, aber ihr habt keine Chance gegen ihn. Es sei denn, ihr findet das Artefakt, das ihm seine Macht verliehen hat. Das Buch der teuflischen Namen soll sich im Besitz von Schwarzherz, dem Hetzer, befinden, der sich im Labyrinth von Aurendium aufhält. Eure einzige Hoffnung, Varedis zu besiegen zu können, ruht auf diesem Buch. Reist in das Schattenlabyrinth von Aurendium und besorgt das Buch der teuflischen Namen von Schwarzherz, dem Hetzer, und kehrt danach zu Altruis in Nagrand zurück.
Ist das eine Inni-Quest? Ja, es ist eine Inni-Quest. Das ist sogar. Das. Was? Moment. Jetzt bin ich gerade ein bisschen verwirrt. Das Schattenlabyrinth ist keine Inni. Ich glaube, das ist ein Dungeon. Nee, doch, das ist ein Inni. Okay. Ich melde mich jetzt einfach mal an für das Schattenlabyrinth in der Hoffnung, dass wir da irgendwie nochmal durchkommen. Ist natürlich ein bisschen blöd jetzt, ne? Das ist richtig blöd. Dass es jetzt wieder mal auf eine Inni hinausläuft. Und eine andere Quest gibt's nicht, oder? Schattenlabyrinth, wartet mal. Dungeons, Burning Crusade. Bin ich doof? Mana-Gruft, Mana-Gruft, Slavenunterkünfte, Höllenfeuerbollwerk. Da. Ach ja, ich erinnere mich. Schwarzherz der Hetzer. Der droppt den guten Umhang. Einen Umhang könnten wir mal wieder gebrauchen, liebe Leute. Okay. Da wir jetzt wahrscheinlich keine Gruppe finden werden auf die Schnelle, mache ich erstmal hier einen ganz kurzen Cut. Wir sehen uns gleich wieder. Und ich hoffe, da habe ich irgendwie eine Möglichkeit gefunden, da irgendwie reinzukommen. Bis gleich. Ja, und da bin ich wieder. Der Alles Denkser gut. ist da. Der Denkser ist einfach ready, wenn man fragt, jo, kannst kurz helfen? Da ist er in 2 Minuten da, Das ey, der. ist gelogen. Ich bin die ganze Zeit um sich bei den Themen hergerannt und habe. Ne? Hast mich beobachtet, ne? Ja. Du musst eigentlich hinter mir hergeflogen sein, weil in der letzten Folge bin ich in der kompletten Scherbenwelt über jeden Kontinent, über jedes Gebiet geflogen, weil ich da rüber Deine musste. Quest. Ich muss die Quest mitnehmen. Ja, habe ich schon. Der Typ droppt im Übrigen auch einen sehr guten Umhang für mich. Ich habe meinen Umhang seit 10 Leveln nicht mehr geändert. Ja, tob dich einfach aus. Okay. Ach ja. Was die Leute noch nicht wissen, ne? Weil ich habe mir ja die Zukunft, den Reiseführer, die Reiseführer-Zukunft mit Dimetros ausgemalt, beziehungsweise mit einem kleinen Gnom, aber der unterzieht sich bald eine Schönheitsoperation. Da bald ist relativ, ne? Ja, wenn die Folge rauskommt, bist du schon. Bin vermutlich ein Hochelfen Ja, ein dann bist du Na kein Magier und spielst wieder irgendwas anderes. ich weiß es nicht. Im Moment weiß ich nicht, was für eine Klasse ich im nächsten Addon spiele. Man macht einfach. Druide ist zwar cool, aber ehrlich gesagt, Druide. Ich meine, wenn Sunny wieder heilen will, dann haben wir einen Heiler. Ja, das ist ja auch noch nicht so richtig klar. Du tankst und ich habe Druide eigentlich immer gespielt, weil ich Heiler-Tank-Kombo spielen konnte. Und ja. Das war, fand ich immer ziemlich cool. Und wenn wir beide Klassen haben, ich habe keinen Bock auf die Idee. Das macht einfach keinen Spaß. Ich meine, ich habe einen Schurken, warum soll ich eine Katze spielen? Ich habe einen Du Magier, hast warum keinen Bock auf DD. Was denkst du, was Magier wird? Wird auch DD. Ja, aber ich hab keinen Bock auf Katzen-DD. Ach so, ja. Weil ich habe einen Magier, da brauche ich keine Eule. Und ich habe einen Schurken, da brauche ich keine Katze. Ja. Right, mal, du Arsch. Ja. Teuflische Waffen. Geil, Zethosen. Rüstung des Meuchelmords. Ja. Die Busch hier Hosen hin. sind sogar. Ich denke ja. Und dann labern, warte mal, ich muss mir so ein Spiel beballern. Ach, wir müssen den Typen befreien, oder? Ich muss ihn ansprechen. Ach, du musst ihn ansprechen. Und komm da raus. Geil, unteres Viertel ist freundlich. Weg hier. Irgendwelche kleine Spinnen, die ich anballern kann.
Weil wenn ich meine Fähigkeit benutze, dann kriege ich nämlich Movement Speed. Du bist bei den Aldor, oder? Ich bin bei den Aldor, ja. Die teuflischen Waffen geben. Wie ist denn das dann? Also könnte ich gar nicht, könnte ich gar nicht questen im Altar von Shatar, wenn ich bei den Seern wäre? Oder hätten die da ein separates Lager? Nee, da könntest du da nicht questen. Dann hättest du ein anderes, das andere Lager. Okay. Nicht ein zweites Lager, das extra für die Seher. Meinte das scheiße aus? Das ist nicht schon wieder was ist gekommen. Plus 33 Vielseitigkeit, minus 3. Okay, nee. Eine Kopfbedeckung, die komisch aussieht, aber okay. Meins. Alter. Geiles Glück. Was? Kommt, meine Freunde! Bitte den Rücken, bitte den Rücken. Nein, nicht den Rücken! Aber wenigstens das Buch, okay. Das ist ein Questleiter, der toppt immer. Ja, aber ich hätte gedacht, wenigstens der Rücken troppt. Na gut. Weißt du, wir hätten ja auf Hero reingehen können. Kannst du die. Können wir auch immer noch machen. Rausgehen? Von mir aus. Nee, jetzt hab ich keinen Bock mehr. Tschüss! Weißt du zufällig, ob da noch eine Gruppenquest oder so folgt mit Vitedos? Wie? Nö, weiß ich nicht. Okay. Okay. Ach, da muss ich ja direkt aus der Innie dann raus. Jetzt muss ich wieder 10 Lichtjahre, 10 Milliarden Ladebildschirme in GTA fliegen. Darüber, wo du hin musst. Na, gerade wieder dort, wo ich war, bei dem Typen da. Ach so. Wo kommen die denn her? Die wollen nur spielen. Merk schon. Hält nicht mal was aus. Dann kann ich ja. Die einfach aufstehen. Du bist tot. Du bist tot. Ey, Klapper, guck, stehen die an. Wie der oben einfach sitzt. Alter! Einmal Mittagspause, ey. Have a break. Have a KitKat! Also, Produktplatzierung. Alarm! Hey. Können Pandaren Magier werden? Ja. Geil, erstmal Pandaren-Mage machen, ey. Was ist das denn? Nutzen verringert eure Bedrohung gegenüber feindlichen Zielen im Umkreis von 0 Metern. Wow. Verringert eure Bedrohung gegenüber feindlichen Zielen im Umkreis von 0 Metern. Das ist... Wow. Aber wow. Was hast du bekommen? Das alte Juwel des Wunderglaubens. Ja, das bringt halt nichts mehr. Das war damals... So, solche Items muss man früher haben. Wenn man zu viel Akku aufgebaut hat, muss man das Item echt haben. Aber innerhalb von 0 Metern? Damals waren es 32 Meter. Achso. Ah, Momo. Momo! Gibt's da nicht ein Spiel Items, Momos heulen oder irgendwie so? Was sind so komisch jault? Sollen. Erstmal suchen. Jetzt. Okay, doch nicht suchen. Juhu! So, die letzten paar Damage-Punkte darfst du machen. Okay. Akku kriegst du eh nicht. Oh. Nevermind, der haut AOE rein. Verdammt, Akku kriegst du doch. Alarm! Geil. Geil, Schuhe. Komm schon haben. Oha! Und? Wer glaubt's denn? Ich krieg sogar einen Dolch raus, den ich geil, den ich gebrauchen könnte. Okay. Geil! Finde ich gut. Das hat sich vollends gelohnt. Borax Mahnung. Ja, geil. Scheiße, der leuchtet jetzt nicht mehr. Müssen wir jetzt wieder bis zum Anfang laufen oder gibt es hier auch irgendwie einen Ausgang? Nö, wir müssen laufen. Schnell ein Portal nach Shadrat machen. Portal nach Shadrat, lohnt sich das? Da gibt es einen Flugpunkt direkt.
Ja, dann machen Portal nach Shadrat. Portal nach Shadrat. Kommt sofort. Ich würde mich freuen, wenn du nichts vorhast und mich in der restlichen Folge auch noch betreuen könntest, so geistig. Weil ich befürchte, dass das wirklich wieder auf eine Gruppenquest hinausläuft. Jo, können wir machen. Und ich habe keinen Bock, dann die letzte Gruppenquest, da komme ich nicht weiter. Addon ist vorbei, weil ich die Gruppenquest nicht alleine schaffe. Bevor ich dich dann widerrufen muss. Ach ja, der Typ hatte ja auch noch eine Quest, aber den ignoriere ich jetzt einfach mal sehr gekonnt. Auf nach Nakan. Was ist denn eigentlich mit der Request, also die Quest von Skettis da, wegen dem Mana-Rochen? Das wollte ich zwischenschieben, falls ich hier in der Scherbenwelt fertig werde und dann nach 15 Minuten oder so fertig bin, dass ich das dann mal angehe. Wo musst du hin? Konstruktionslager Hass. In der Mitte vom Sonnenwindposten und Konstruktionslager Hass. Ich weiß, was Konstruktionslager Hass ist. Gleich neben dem Konstruktionslager Freude. Im Übrigen werde ich bald mich auch hier ranmachen, die ganzen Oger immer wieder zu töten, immer wieder töten, immer wieder töten. Warum? Weil ich so ein scheiß Teilbook haben will. Aber kannst du doch eben mit den Marken von Hala. Kann ich schon, aber da gibt's mehr Auswahl, ne? Wieso? Ja, Teilbooks bin ich gesättigt. Ich hab jetzt mal eine Quest abzugeben. Erstmal applaudieren, ey. Geil! Applaus! Alter. Aber geil, dass ich noch ein Dolch rausbekommen hab. Das ist Wahnsinn. Der hat sogar. Ich tausche den mal aus, oder? 64, 65. Wow. Hallo! Oha, die Horde. Ich nicht mehr. Hui! Was für eine Abfuck-Quest, ey. Hast du alle Farben gekauft oder nur den? Ich habe mir den, also den kriegt man ja umsonst. Und ich habe mir noch einen zweiten gekauft, weil dann hätte ich kein Gold mehr übrig. Die kosten 200. Ich habe mir noch den lila den gekauft. Den grünen finde ich irgendwie, ja. Na doch, der Grüne hat schon was. Doch sagen, von allen Drachenmounts sind die schon am stylischsten. Bei dem Typ hier muss ich abgeben, den Blinden? Ja, ja. Vor allem hatte ich den mit dem schon zu tun und der tut einfach so, als ob ich irgendein Fremder wäre, weißt du? Immer. Habt ihr das Buch besorgt, Vorkan? Ja. Ja, die Farbe ist cool. Den habe ich doch auch, warte. Ist das nicht der? Nee, nicht ganz. Ha. Habt ihr das Buch? Ja, habe ich. Ich konnte die Macht des Buches schon über Meilen hinweg spüren. Wieso fragst du mich da, ob ich das Buch schon habe, wenn du die Aura spüren konntest? Das sind... die Versuchung, es einfach zu behalten, ist... sehr groß. Ist der Typ eigentlich böse? Weil der hat am Anfang gesagt, die Dinge hier sind nicht so, wie sie scheinen. Deswegen habe ich gedacht, dass der vielleicht am Ende doch böse ist. Ja. Weißt du, du hast ja mal einen Dämonenhunter gemacht, ne? Ja. Da gibt es ja zwei Dämonentypen, die Dämonenhunter sich gegenseitig klopfen. Man muss sich am Ende für einen entscheiden, ne? Ja, stimmt, da war was. Das ist einer davon. Ah, lol! Dieses Buch könnte meine Macht verzehnfachen. Nein, es würde meine Seele verderben. Ich weiß es genau. Bringt es zurück zu denen, die euch geschickt haben, Vorkan. Ihr habt nun die Mittel, um Varedes aufzuhalten. Warte mal, Denkser. Wartet, bis er sich mit Hilfe der Metamorphose in seine dämonische Form manifestiert. Genau in diesem Moment müsst ihr das Buch in seiner Anwesenheit verbrennen. Nur so könnt ihr in seine Macht berauben. Okay, kannst du noch ein Portal nach Shadrat stellen oder hat das Abklingzeit? Ja, wir müssen wieder ins Schattenmondtal. Klingzeit, das kenne ich gar nicht. Alter. Danke. Geht's nämlich ein bisschen fixer. Vom Fliegen habe ich langsam die Schnauze voll. Ich bin in der letzten Folge so geflogen, ey, das glaubst du gar nicht. So, ist dein Arschwund. Was? Dein Arschwund. Achso, weil ich einen Arsch voll habe. Achso. Nee, vom Fliegen. Achso, nee, der Sattel ist eigentlich relativ gemütlich hier auf den Meter schwingen.
Davon schon da! Davon schon da! Da kannst du übrigens, oh Gott, welche waren das jetzt? Sargeras oder Kil'jaeden? Ne, ich glaube von Sargeras. Male von Kil'jaeden kannst du dort eintauschen. Aber du willst ja sowieso nicht, Male von Sargeras kannst du da auch eintauschen. Male von Kil'jaeden ist sozusagen nur die Vorstufe und die Male von Sargeras ist die höhere Stufe. Dazu gibt es dann auch einzelne Sachen, die du abgeben kannst. Das wären dann hier die teuflischen Waffen. Nein. Altar von Shatar kann man nur Kil'jaeden Abzeichen, Sargeras Abzeichen abgeben. Welchen Weil ich habe 106 Male von Kil'jaeden da. Welchen Ruf hast du? Bei der Aldor? Ja. Muss ich jetzt mal gucken. Aldor. Burning Crusade. Wo sind die hier nicht aufgeführt? Die Ehrenfeste. Ach da. Wohlwollend. Dein Schweiz abgeben können muss. Das ist mysteriös. Na egal, auf jeden Fall kann man also wohlwollend die zweite Stufe dann abgeben. Okay. Ach, dieses Gefliege. Ja, es könnte gut möglich sein, dass das die letzte Folge ist hier in der Scherbenwelt, dass die nächste Folge dann schon die Black Temple Folge ist. Hurra. Wie er sich freut. Ach, Entschuldigung, meine Begeisterung hält sich in Grenzen. Ich werde hier abgelenkt. Okay. Spielst du an deinem kleinen Gnomenpimmel rum? Alter, Gnome haben riesige Dinger. Orks, oh Gott. Alarm! Orks, Angriff! Orks haben kleine Pimmel. Fuck. Ich hab Schuld, da fliegst du auch über der Horde drüber. Hier, Invasionspunkt Katastrophe, meine ich, hier, wo die Dinger sind hier. Wo ich gerade bin. Was ist da? Invasionspunkt Katastrophe. Alles voll mit Höllenbestien, die schon fertig sind und noch ein bisschen aus. Ach so, nee, das war, Ja, ich weiß, was du meinst. Todesschmiede. Ich wette, da kommt nur eine Gruppenquest. Ich habe wirklich langsam ein Gespür dafür verwickelt. Entwickelt, nicht verwickelt. Dein Hund bist und das riechen kannst? Aber noch kein nasser Hund. Noch nicht. Lalalala. So. Das Glück sei mit euch. Hier mehr Male von Sargeras. Einzelne Male von Sargeras kann ich hier abgeben und ich habe keine mehr. Ich schon abgegeben habe bei Herold Saronen. Oh ja. Da ich weder Aldor noch Dings bin, krieg ich hier weder Quest, aber da greift mich noch nicht an. Na gut. Grüße, Freund. Onala! Ihr bringt diese Abscheulichkeit eines Buches an einen heiligen Ort. Ich hoffe, dass ihr dafür eine gute Erklärung habt, Vorkan. Alter, gehen die mich gleich so an, weißt du? Ihr fucking Drenei. Waren schon immer unter unsympathisch. Ha! Gruppenquest, Spielanzahl 5, ich sag's doch. Wir müssen dieses abscheuliche Artefakt zerstören, jedoch nicht, bevor wir damit Varete seine Macht beraubt haben. Das Ausbildungsgelände der Ruinen von Karabor muss für alle Zeiten geschlossen werden. Dazu müsst ihr nicht nur Varedes töten, sondern auch seine drei Nachtelfenmeister, die ihm unterstützen. Alandin, Teras und Netarel. Stellt eine eigene Gruppe zusammen und kehrt zu den Ruinen von Karabor zurück. Befolgt Altruis Anweisungen, um Varedes zu besiegen. Ich hoffe für uns alle, dass sie funktionieren. So, erstmal Gruppe zusammenstellen. Ist Bock, denkst du? Ja, bin schon unterwegs. Ja, geil. Aber warte erstmal, ich brauche noch ein Thumbnail. Hier ist der erste. Netarel. Ich wusste es doch, dass eine Gruppenquest kommt. Das ist auch schon nicht spoilern. Ich hab dich doch gefragt, ob du weißt, ob deine kommt. Dann meinst du, nö, weiß ich nicht. Ja, ich weiß, deshalb war ja gelogen. Alter. Ja, deshalb bin ich auch schon am Questort, ne? Weil ich die Quest das nicht wusste, ne? Ja, weil es generell um den Tempel von Karabor geht. Und wir beide wissen, dass das der schwarze Tempel ist. Das grenzt das Gebiet schon ein bisschen ein. Ja, und deshalb weiß ich auch ganz genau, dass hier dieser Questmob hier, dieser Typ hier gemeint ist, ne? Ja, bestimmt. Alter, genau. Hier könnte man eigentlich übelst geil runterspringen, ey.
Egal. So. Weil ich den Chris nicht kenne, du dummer Kackel. Alter. Hey, hätte ich ausfallen werden, ja. Liegt dein Arsch hier, ja. Bin da. Wo ist der? Töten? Ach, da. Ja, mach was. Du willst. Eng tot. Geil. Alarm. Geil. Wow, der droppt Ketten-Items. Warum auch immer ein Dämonjäger Kette bei sich haben sollte. Aber okay. Wie sie die Dämonen missbrauchen. Na klar, irgendwie müssen die Dämonen ja ausgebildet werden, oder? Und das mit Dämonen, Alter, da wäre ich nicht drauf gekommen. Ich find's lustig, wie die aussehen, die Demon Hunter. Teras. Du hast doch gesagt, du kennst die Quest nicht. Hä? Ich hab dich gerade nachgemacht. Achso. Du behauptest, du kennst die Quest nicht. Natürlich kenn ich die Quest. Du hast gesagt, du kennst sie nicht. Alter. Ja, sonst sagst du immer, ja, die kenn ich. Musst du das und das machen. Jetzt... Ja, und letztes Mal hast du mich dafür angekackt, dass ich nicht immer Spoiler. Wann hab ich das? Wann war das? Bald nicht mehr. Was hat man getan? Da ist die Tussi. Wusste ich auch, dass eine Tussi ist. Verrecke, tschüss. So, da wollen wir mal zum Babbo gehen, ne? Ja, der ist hier oben. Du kannst die jetzt mal... Ist er da drin wahrscheinlich, ne? Ja. Ich geh mal kurz ein Thumbnail machen. Kann ich nicht direkt... Aber meint... Nein, warte. Ich brauch noch das Thumbnail. Ja, dann mach das Thumbnail nicht voll. Oh. Bestimmt kann man den auch so töten. Oh, hier drin sind auch noch zwei. Ich meine, hier waren zwei. So. Buch der Bücher anwenden. Oh Gott! Warte. Aua, warte. Okay, kannst! Darf ich den töten? Ja. Darf ich den töten? Was denkst du, was wir sonst hier wollten? Bist du fertig? Ja. Okay. Geil, zurück. Alter, der Mount klingt wie so ein Elch. Lass meinen. Ich bin wundert, wenn du den Mount nie kriegen, wenn du es haben wirst. Ja. Siehst du? Der wird aber auch verdammt gut zu einem Monk passen als Mount. Weil Smaragdgrün und so, ne? Ja, aber. Ja, gut, Monk, ja. Aber ja. Pandan, da sieht jedes Mount sieht irgendwie kacke aus. Deshalb habe ich einen Blutelfen-Monk. Ja, das. Den könnte ich auch spielen. Ja, da müssen wir uns immer aufs Equip schreiten. Ja, stimmt allerdings. Hui. Weißt du schon, als Wechseln jetzt bald ein Dings spielen will, einen Schurken? Nicht bald, der macht's doch schon. Ja, und dann musst du mit dem Equip streiten. Und dann spielt Sunny noch Druide. Noch jemand mit dem Equip streiten. Oder ich spiele Dämonenhunter. Ausgezeichnete Arbeit, Vorkan. Euer Sieg über Varedes ist ein entscheidender Schritt in unserem Krieg gegen Illidan. Ihr habt euch nicht nur den Aldor, sondern gegenüber der gesamten Scherbenwelt als würdig erwiesen. Bitte gestattet mir, die Überreste dieser schrecklichen Buß zu vernichten. Halsberge von Karabor. Oh. Nehmt den Weg, den nur wenige gehen. Hat die Typin jetzt noch eine Quest für mich? Ja, wahrscheinlich, ne? War ja klar. Ja, die machen wir auch noch mit. Klar. Vorratshändler.
mögt ihr finden, was ihr sucht. Ich habe keine Trinke dabei. Seid herzlich gegrüßt. Die Fragmente, die ihr besorgt habt, sind nur eine Hälfte des Amuletts. Der Anführer der Aschezungen Akama muss die andere Hälfte haben. Ich wage es fast nicht, euch darum zu bitten, da Akama sowohl böse als auch gerissen ist. Er und die Todesgehörigen der Aschezungen, die bösartigsten und grausamsten der Zerschlagenen, sollen irgendwo im Kerker der des Wächters eine Folterkammer betreiben. Ich möchte, dass ihr dieses gefürchtete Gefängnis findet und Akamas Aufenthaltsort bestimmt. Sein Stellvertreter vor Ort ist ein Zerschlagener namens Sanoru. Befragt ihn, wenn ihr müsst. Befragen im Sinne von einfach fragen oder befragen im Sinne von jetzt gibt's volles Fund aufs Maul? Fragen im Sinne von komm erstmal her. Gutes Argument. Da waren wir ja auch schon, ne? Da hast du, ich weiß bloß nicht, ob das offscreen war oder ob du mir das so gezeigt hast. Maiv? Ja, dort in dem Keller da unten. Keine Ahnung, Alter. Ne? Bin zu alt, weiß es nicht. Alter. Vielleicht, ich hoffe mal, du erinnerst dich morgen noch dran, dass du in neuen Addon mit Magier spielen willst. Was? Ich wollte Magier spielen? Ach, mal keine Wachen. Blip. Ah, Sanoru! Wir haben euch erwartet, Wokan. Akama sagte, dass ihr früher oder später kommen würdet. Akama hat eure Fortschritte sehr genau verfolgt, Wokan. Die Aschezungen, die ihr in den Ruinen von Badi erschlagen habt, zählen zu den bösartigsten Zerschlagenen unter uns. Siehst du, was ich schon gemacht habe? Denkst du, ey. Hammer. Akama selbst hat sie auserwählt, um die Fassade gegenüber unseren Meistern der Elidari aufrechtzuerhalten. Danke. Doch die Todesgehörigen wissen über Akamas eigentliche Blende Bescheid. Doch eins nach dem anderen. Wir müssen wissen, dass er nicht mit Illidan unter... Alter, warum will das jeder wissen? Ein Satyr namens Sandars überwacht uns in Illidans Auftrag. Von den Zinnen der Gefängnismauern aus tötet ihn als Beweis für eure Treue. Alter, geht ihr mir auf den Sack. Sehe ich etwa aus wie ein Angehöriger von Illidan? Seit wann hat Illidan Wogen unter seinen... Die gab's damals noch gar nicht zu PC-Zeiten. Alles klar. So. Sehr gut, Wokan. Eure Gesinnung steht nun außer Frage. Ihr dürft jetzt zu Akama. Ihr habt bewiesen, auf welcher Seite ihr steht. Ich werde euch das Versteck unseres Anführers verraten. Folgt dem Gewölbe hinter uns. Zu eurer Rechten werdet ihr einen unterirdischen Durchgang finden, der von stehenden Wasser verdeckt ist. Ich muss euch warnen, Wokan. Ihr dürft niemanden von dem, was ihr sehen werdet, erzählen. Ey, denkst du? Komm mit. Ist das hier auch noch ein Questlager? Nee, oder? Denkst du? Kleinen Moment. Weil hier riecht's gleich nach nassen Hund. Lass mal zurückverwandeln. Da. Was geht's? So. Na, wann kommt Maif wieder vorbeigelaufen? So, da bin ich wieder. Unten rein wieder? Ja. Und tauchen, ey. Na, ich muss gerade eben Post nachgucken. Alter. Sie haben Post. Ich hab gefragt, ob das auch noch ein einzelnes Questlager ist. Was? Na hier, diese Einrichtung. Nö, die ein paar einzelne Quest. Okay. Akama. Kann nicht gebrochen werden. Seid gegrüßt, Wokan. Wir haben viel zu besprechen. Ich hoffe, euer Wesen ist aufgeschlossen. Nicht viele Leute verstehen meine Entscheidungen. Nur meine engsten Mitarbeiter wissen von den bösen Omen, die ich sehe, und den Zeichen, auf die ich warte. Als ich mich mit Illidan zusammenschloss, geschah dies, weil ich vorausgesehen hatte, dass mein Volk sonst vernichtet würde. Ich habe geduldig auf die anderen Zeichen und Visionen gewartet. Velens Auszug, die Öffnung des dunklen Portals und nun eure Ankunft. Alter. Geil. Warum? Okay.
Maiev, ich kann die Quest nicht mehr annehmen. Ah! Muckt auf? Achso. Ja, Akama hat sie uns jetzt beballert, ne, damit hier nicht aufhält. Ich rate euch nicht, mit mir zu scherzen, Akama. Illidan hat mir eindeutige Befehle gegeben, die Aufseherin genau im Auge zu behalten. Wenn ich herausfinde, dass ihr etwas von mir verbergt, werde ich euch mit einem eigenen Händen... Wie? Alter, tauchen die ab, die Dämonen? Ich wusste gar nicht, dass die tauchen können, ne. Retz, vergebt meinen harten Methoden, aber der Verräter darf die Wahrheit nie erfahren. Mein Geheimnis muss bewahrt werden, koste es, was es wolle. Alles klar! Unsere Mauern sind... Ich hoffe, ihr seid nicht schockiert, wenn ich euch verrate, dass die Teile des Medaillons von Karabor, die ihr von meinem Dienern abgeschafft habt, nichts als Nachbauten sind. Akama zeigt euch ein identisches Medaillon, das auf seiner Handfläche liegt. Meine Todesgehörigen habe dieses Geheimnis so lange wie möglich von Illidan bewahrt, doch dennoch fehlt uns noch das letzte Stück. Sea Udalur erschien mit meinen Träumen und sagte mir, dass er das letzte Stück gefunden habe. Er wird jedoch von Keltas auf der Akatras in der Festung der Stürme gefangen gehalten. Sucht ihn und findet heraus, was er weiß. Ist nicht dein Ernst. Möge das Licht euch... Ist das schon wieder eine Inni-Quest? Ja. Alles klar. Ich bin froh, dass du noch da bist, denkst du. Wann ich geblieben bin. Alter. Aus denkst Höflichkeit. Du, nein, denkst du, ich weiß nicht, was noch alles kommt? Alter. Junge. Ich hatte zu PC-Zeiten 5 Charaktere auf Level 70. Und mit allen habe ich jede Quest gemacht, die es gab. Alter. Ja, GG. Ich kenne das etwas besser auswendig als meine eigene Hosentasche. So, jetzt machen wir aber mal auf heroisch, ne? Schwierigkeitsgrad. Ja. Festung der Stürme ist der Nethersturm. Och Mann. Kannst du. Ne, wollen wir uns. Wir machen das jetzt am besten nach Sturmwind und dann nein, durchs Portal? Erst nach Shadrath. Komm her, wir fliegen von Shadrath aus. Okay. Dann nehmen wir. Dafür nehmen wir dann den Flugmeister und dann können wir unterwegs noch ein bisschen chillen. Alter, geil. Also demnach, was du gerade gesagt hast, kommen noch mehr Gruppenquests oder vielleicht sogar noch die ein oder andere Indie-Quest, oder? Kann gut sein, vielleicht. Im Übrigen hier. Hä? Wo bist du hier? Hier die Alte. Unterwegs, bin unterwegs. Ja. Was hat eine der? Quest, hat eine Quest. Ja. Kannst du nehmen, ist die erste Quest für die man Okay. Gut zu wissen, dankeschön. Ich glaube, ich bin noch den Flugmeister. Ja, fliegt außen rum. Wieso nimmst du doch nicht den Flugmeister? Weil ich doch keinen Flugpunkt habe. So. Oh. Ich hab da einfach keinen Flugpunkt. Ich fliege einfach ganz hoch, ganz, ganz hoch und dann mach ich einfach automatisch fliegen an. So, ich bin mal ganz kurz AFK. Ja. Ja, GG, müssen wir wieder in die Inni rein. Festung der Stürme, was gibt's denn da überhaupt Wunderschönes zum Looten? Ich habe jetzt extra auf Hero gestellt, damit wir vielleicht mal den einen oder anderen besseren Gegenstand rausbekommen. Ich könnte mich ja auch normalerweise so anmelden, aber ihr wisst ja selber, wie lange das jetzt dauert und wir sind am Ende des Addons. Abenteuerführer, Dungeons, Burning Crusade, Akatras, oder? Handschuhe, ein Rotz, ein Dolch, ist Rotz, Helm. Ja. Gürtel ist Rotz und hier droppt auch nichts Gutes. Okay. Festung der Stürme sucht Sea Udalur in der Alcatraz in der Festung der Stürme. Sea Udalur. Jetzt muckt das Addon noch mal ganz am Ende auf. Looking for Ritual der Verdammnis. Ist es nicht da, wo Hexenmeister? Fünf Hexenmeister brauchst und alle verrecken? Oder wie war das? Oh, kann der Denkser bestimmt noch Näheres dazu erzählen. Wieder mal unterwegs in der Scherbenwelt. Wir müssen fliegen, ja, fliegen müssen wir. Oh,
Okay, auf HC sind die Gegenstände also lila, aber bringen immer noch genauso viel wie vorher. GG. Hallihallo, Hallöchen, bin ich schon angekommen? Nein. Denkst du, das Ritual der Verdammnis, hat gerade einer im Chat geschrieben, der sucht Leute dafür. Das war doch, wo du fünf Hexenmeister dazu brauchst und alle sterben, oder wie war das? Das Ritual der Verdammnis? Ja. Das war, du brauchst fünf Leute, da ist immer einer gestorben, dafür hattest du dann eine Verdammniswache beschworen. Die musstest du dann als Dämonenslave benutzen, das heißt, du hattest die dann für eine Minute unter Kontrolle. Ah, geil. Oder waren das 5 Minuten damals? Auf jeden Fall nur für eine begrenzte Zeit. Okay. sozusagen Dämonen Mind Control. Und wie weit war die Quest Story relevant oder irgendwie klassenrelevant oder was hat das gebracht? War halt ein ziemlich mächtiger Dämon, ne? Ach so. Okay. Einer verreckt. Ich finde die Festung der Stürme irgendwie geil. So wird die aussehen. Willst du einen Fakt dazu haben? Ja, hau raus. Die Exodar sind Teil davon. Nein, weiter geht's. Ja, was? Respekt, das stimmt sogar. Ich hab geraten, weil das erinnert mich sehr stark an. Es ist ja auch so, es ist ein Teil, das sind Raumschiffe halt. Im Übrigen hat im Auge, also in der Hauptfestung, die Blutelfen da gar nichts verloren. Die gehören eigentlich auch den Draenei. Alter. Die Draenei sind ja damals von Argus in die zerschrötterte Welt der Orks. Ehemals Durotar, na wie hieß sie dann früher? Draenor? Wie kommt denn auf Durotar? Mach was anderes. Sind die ja geflohen und jetzt wurde der zur Scherbenwelt, nachdem die eiserne Horde nach Azeroth gegangen ist, nachdem Medivh im Wahnsinn das Portal hier aufgemacht hat auf der Seite dort. Und Gul'dan das Portal auf dieser Seite hier aufgemacht hat. Ja. Alter. Oh, scheiße. Ich glaube, in die Alcatraz kommt man gar nicht rein. Warum? Oder hast du einen Schlüssel? Ich habe einen Schlüssel. Okay. Glaube ich. Wo ist der Eingang? In der Mitte? Nein. Die Alcatraz ist die. Ist das kleinere Ding, was oben fliegt? Das rote? Das rote. Das ist die Alcatraz. Dann haben wir rechts die Botanica und links die Meschana. Oder was andersrum? Fuck, ich weiß es nicht mehr. Im Übrigen. Ja, ich hab einen Schlüssel. Alcatraz, ne? Anlehnung an die Alcatraz. Alcatraz-Insel, ne? Bei Gefängnis, auch hier werden, ne, Mobs ge... Ich hatte gerade ein bisschen Schiss, dass ich das Ding nicht aufmachen kann, ne? Fun Fact, das war mit die schwerste Instanz im Burning Crusade auf Heroisch, abgesehen von den zerschmetterten Hallen. Und ihr verpisst euch. Ich hab gesagt, ihr verpisst euch. Wie man sieht, allein schon dieser mutable Albtraum hier war schon ein ziemlich harter Gegner und dann kommen die ganz vielen Kleinen hier. Blablabla. Vor allem hört das nicht auf, ne? Ne, das hört nicht auf. Bis man hier zumindest durch ist, hier, bis man hier auf dem Bereich hier ist. Feuer! Nice. Tot. So, erstmal gucken, wo der Typ ist. Oh, das Ehepaar. Das Ehepaar wird lustig. Kennst du das Ehepaar hier? Sucht den. Ach so, wo die sich dann streiten, ja. Okay. Sucht sehr Udalo in der Festung in der Alcatraz in der Festung der Stürme. Okay, der wird mir noch nicht angezeigt. Hoffentlich rennen wir nicht an den vorbei. Oh nein! Nicht er! Er kommt ja auch noch hier. Ach, du meinst hier, ja, mit dem war ich im Kindergarten. Mit dem war ich im Kindergarten. Ja. Millhaus, meiner Sturm! Er hat seinen Lümmel in den Staub sogar gesteckt. Alter. Geil, Handschuhe mit Intelligenz. Boah, warum auch immer. Da ist auch Bewegungsschwert drauf. Ja, aber bring mir nur 2 neue Sockel. Alles andere ist Grip. Ach ne, hier ging's ja hoch. Das ist mit der Kopfbedeckung. Ah!
Was? Ich habe bloß meine Kopfbedeckung, die ich gerade bekommen habe, mein Vorschaufenster aufgemacht. Achso, toll. Ja, kommt durch. Das hätte sonst wehtun können. Oh, die Viecher waren auch lustig, weil... Bing! Arkanwiderstand. Ey, guck hier. Kennst du das Gefäß hier? Hier? Nein, was ist das? Nein. Ach, ist das... Na, komm, sag mal, was denkst du, was das ist? Okay, dieses... Nee, das hat ja aber eigentlich nichts zu suchen. Ich hätte gedacht, das ist ja dieses Ding, was Keltaspar um sich wieder... Dieses, wie heißt das? Ein Phylakterium. Genau. Nein. Okay, dann weiß ich es nicht. War aber nicht Keltas, sondern Keltusat. Keltus... Mein, ja, ja. Das ist ein Behältnis. Wo Nein. Da, wo ein Teil von... ein von drei Teilen vom Schlüssel von Karasan. Ah, lol. Ja, man muss in die Arkatras heroisch, damit man da reinkommt. Dann hat das Mana-Geist ist dann aufgeploppt, muss man besiegen. Und dann musste man halt, ne? Dann noch im Schattenlabyrinth gab es auch noch einen, wie ich beim Endboss. Und in der Dampfkammer. Lol. Und jetzt kann man wahrscheinlich so in Karasan rein, ohne die Schlüssel zu besorgen. Jo. Also in das A. Alte. Sollen wir die Zähne streiten lassen oder sollen wir die umbringen? Oh, umbringen, ich hab das schon mal gehört. Yes. Wie scheiße die Items einfach mal sind. Also war das quasi hier ein Gefängnisschiff? Ja. Dämonen, die nicht töten konnten, mussten die halt einsperren. Quasi sowas wie das Verlies der Wächterin nur auf einem Schiff. Jo. Ich verstehe. Milhouse Malersturm ist GG. Im Übrigen, der Endboss hat denselben Sprite wie der erste Boss aus dem Tempel von Ankerei. Wichtig, der Tempel, nicht die Ruine. Alter. Das war früher auch hier ätzend, weil die Astralen ziemlich heftig waren. Die waren verdammt stark, genau wie die Dämonen, die dort hinten alle sind. Hast du deinen Typen gefunden? Der liegt hier. Gut, dass mich dran ist, ich hätte den jetzt nicht gesehen. Der Seher der Aschezungen ist schon lange tot. Als ihr euch über seinen Körper beugt, erkennt ihr, dass auf dem Boden etwas geschrieben steht. Kehrt zu Akka, also, bevor er starb, hat Udalo noch ein einzelnes Wort auf dem Boden unter sich geschrieben. Die Schrift ist kaum lesbar. Aber ihr kennt das Wort Atamal. Vielleicht versteht Akama die Nachricht seines Bruders. Ich glaube, ich habe einen Disconnect. Nevermind, war nur ein Lag. Alter. Ja, egal, dann wäre ich jetzt rausgegangen. Weil ich habe ja das Zeug. Aber wir können trotzdem nochmal wegen dem Loot. Da kommt es rein. Da. Ist das der letzte Boss? Nicht er. Ach so, ja, der. Im Übrigen den Seher, den wird im schwarzen Tempel wieder auftauchen. Der dort liegt. Ach so? Der hilft dann, die Tür zu Illidan dann aufzumachen. Stimmt, da waren ja welche. Ich komme nicht weiter, ich glaube, das ist allein, wir müssen wieder gehen. Ja, noch einer. Geil, Kirschmann. Das vierte mit einem HP überlebt. Na, kommt jetzt der Drache? Jetzt nee, das Mana so. Beim heiligen Bonzo, wo bin ich hier? Und wer seid... Diese Kopfschmerzen sind nicht von schlechten Eltern. Was ist das? Ein winziger Gnom?
Das kann ich besser. Also, das ist größer als du. Für einen Gnome ist er ziemlich groß, ne? Alter, ich wette mit dir, der kommt auch noch in Hotz. Das wäre episch. Das wäre richtig episch. Immer noch besser als der Cap Kane. Verstehe ich. Natürlich. Ich muss erst ein paar Sachen vorbereiten. Ihr könnt schon mal vorgehen und anfangen. Erstmal etwas Wasserarbeitzauber. Deine rechte Zellhälfte ist ein Schutzzauber. Jetzt geht's. Sofort. Und natürlich werde ich etwas Mana brauchen. Ihr werdet staunen, warte nur. Denn ich bin mit Mächten. Alles klar. Wer wollte nochmal eine extra Trachtprügel? Niemand auf dieser Welt oder darüber hinaus besitzt die Kraft, uns zu beugen. Nicht einmal die mächtige Legion. Im Übrigen ist das ein Gesichtsloser, deshalb. Willkommen. Wieso deshalb? Was meinst du mit deshalb? Weil er meinte, dass nicht mal die Legion die Leute hier, den hier kontrollieren könnte und brechen könnte. Ach so. Ja. Wenn der Kuchen redet, haben die Krümel Pause. Portal nach Shadrath, please. Alles so wirr, einen kleinen Magier dabei zu haben, ne? Ich werde das vermissen. Nächste Addon. Ich werde das vermissen. Also mit Vorkan. Ja, gut. Oh, vielleicht nehme ich mir einen neuen Magier, mal sehen. Oder ich kaufe mir einen. Was, welche Rasse willst du denn? Ich denke mal, dass ich mir einen Nachtgeborenen dann am Ende mache. Ja, bis Stats ja sowieso auf Level 20. Ja, aber mal sehen. Mal sehen. So, wieder zurück in Schattenmontal. Hurra! Hurra, ich fliege immer auf der verkehrten Seite raus. GG. So, aber die Quest gebe ich jetzt erstmal ab und dann war's das für diese Folge. Ich hoffe, die nächste Folge kann ich teilweise hoffentlich alleine bestreiten. Wenn nicht, ist GG. Kommt da eigentlich noch viel, oder? Nö, so viel ist es nicht mehr. Aber ich kann ja auf jeden Fall sagen, es kommt auf jeden Fall noch eine Elite-Quest. Beim schwarzen Tempel von oben, da waren ja auf der einen Seite die Nachtelfen, ne? Ja. Auf der anderen Seite sind Dämonen und da muss man auch noch einen Obermatz umhauen. Wenn das die nächste Quest schon ist, machen wir die noch mit. Weil dann brauche ich der nächste Folge erst gar nicht anfangen. Nein, ich glaube, da kommt noch vorher noch dazwischen. Okay. Weil das ist, wenn das jetzt so 0815 Queststrang wäre, würde ich sagen, okay, kann man vielleicht auslassen. Aber da es ja direkt mit dem schwarzen Tempel dann am Ende zu tun hat, wäre es eigentlich wirklich rough, wenn wir das noch mitnehmen. Und gut. Ja. Ach ja. Weil du bist vor mir, aber ich sehe dich nicht. Was? Ah ne, du bist immer so ein kleines Stück vor mir, okay. Warum zum Teufel sind hier oben, auf einer Bergspitze hier oben, ne, wo kein Schwanz sonst hinkommt, zwei Katzen? Vielleicht ein Geheimnis. Oh lol. Erstmal töten, ey. Schattenwindsäbler. Elite oder Rare oder was? Nee, normale. Hier oben sind auch noch zwei. Ja, warum? Schattenwindsäbler. Drei. Also ein ganzes Rudel. Vier. Boah. Ja, dann, du bist so, bist du weit oben? Oh lol. Warum? Es gibt keine Quest für die Viecher, nix. Vielleicht für Hunter, weil die gibt es nur hier oben, weil ich habe die nirgendwo anders gesehen. Die Viecher, die rennen in Massen im Startgebiet der Nachtelfen rum. Alter, hier ist Kalokar. Kalokar ist kein Rare, okay. Mutter von Kaliri, Kalokar ist die Mutter von... Komm weg da, das ist da... Hier ist eine Höhle. Skettis. Warum ist hier eine Höhle? Warum ist hier nichts drin, ne? Doch hier. Er hört Miezekatzen. Verdammte große Miezekatzen. Ich will diese Höhle durchsuchen. So. War mal wieder eine ausgeprägte Folge. Bin ja gespannt, was die nächste Quest dann ist. Nicht mal irgendeine besondere Katze, nein.
stinknormale Katzen, die wir gerade auch gesehen haben. Weißt du jetzt, wo die herkommen? Aus der Höhle? Ja. Weil da so viel Leder. Du, ich habe schon so viel Knotenhautleder hier gesammelt, ich bin fast gesättigt mit dem Zeug. Hast du auf deinem Monk auch gesagt und kurz mal gefragt, mit jemand Leder? Ja, dann, weil ich nicht wusste, dass die Legis so viel fressen, wie man herstellen konnte. Junge, du hast Leute dafür verrecken lassen, um zu kürschnern. Das ist richtig. Dieser Ruf eilt mir leider voraus. Heiler, ich hab Infight Heiler hat Agro-Scheiß drauf, Hauptsache das Leder. Nein, ich hab ich sogar gekürschnert, als ich getankt habe. Ja. Warum ist denn hier so viel los hier? Party. Hast du die vorher alle umgehauen gehabt oder ist jetzt irgendwas getriggert worden? Ich flieg da jetzt einfach rein. Nevermind. Aua. Aua. Kommt der hier runter? Oh, der kommt hier runter! Wie, aua, Junge? Du hast gerade mal ein Fitzelchen von deinem Leben verloren. Ich weiß, der sagt, dass mir das nicht wehtut. Alter. Du bist Schurke. Schurken. Oh nein. Schurken empfinden keinen Schmerz. Jetzt riechst du nach nassen Hund, denkst du? Es riecht nach nassen Hund. Hier, die auffaltbare Macht. Was ist das denn? Das? Ist der Beste. Ah, ein Holzhammer, geil. Ja, genau. Wait. Das ist ein Witz von Blizzard, weil im Classic gab es damals im Altraktal einen Zweihandstreitkolben, der hieß... Ist das von Elemania? Ja, auch. Alles klar, das habe ich heute schon mal gesehen in dem Video. Gut. Es gab früher einen Hammer in Classic, der hieß die unaufhaltbare Macht. Ach so. Und deshalb gab es hier die aufhaltbare Macht. Boah. Aber gut, dass du weißt, was von Elemania ist. Das ist schon mal ein Anfang. Ja. Weil ich heute eben ein Video gerade dazu gesehen habe. Wecker. Du musst dir echt mal komplett geben. Das ist echt lustig. Unser Glaube kann nicht gehen. Ja, natürlich. Ja. Jetzt wird alles klar. Quest beenden. Und jetzt kommt empfohlene Spieleranzahl 5. Quest. Echt? Ja. Wir haben herausgefunden, dass die Höllenorks unter Illidans Kommando bei der Terrasse von Atamal einen Kristall von Atamal, der das Herz des Zorns bekannt ist, aufbewahren. Sie verschleiern seine Präsenz mit einer dunklen Magie, um ihn von Shatar zu verstärken. Kämpft euch zur Terrasse von Atamal außerhalb des Schwarzen Tempels durch und blickt zum Himmel. Schattenführers Todesklage kreist außerhalb eurer Reichweite um die Terrasse herum. Ihr müsst ihn und seine Hexemeister töten, bevor ihr an den Kristall kommt. Es wird nicht einfach werden, Wolfgang. Ich wünsche euch viel Glück. Empfohlene Spieleranzahl 5. Gut, das machen wir noch, liebe Leute. Hab keinen Bock, in der nächsten Folge allein dazustehen. Hui. Wird wieder eine sehr, sehr... Das ist doch schon die Quest, die ich meinte. Gut gesagt, aber auf der anderen Seite, weißt du? Ja. Herz des Zorns. Keine Sorge, falls es dunkel wird. Was? Falls es dunkel wird? Hab ich eine Lampe dabei. Alter, geil. Ich wollte jetzt sagen, eine Lamperne. Lamperne? Das ist aus Laterne und Lampe. Lampe des friedlichen Leuchtens, Alter. Geil. Geil, ne? Das ist ein... Alter. Geile Laterne, ey. Holy shit. Ja, läuft bei mir. Wo gehst du mit deiner Laterne? Boah, da kenne ich das Lied nicht. Du bist schon richtig tot. Ja, ich weiß. Da oben fliegt der Typ doch. Siehst du? Der hat den grünen Drachen. Der hat wahrscheinlich auch mehr Gold gehabt. Ich will mir sowieso alle holen, aber ich habe dann nur 0 Gold übrig. Okay. Im Übrigen waren das hier früher hier die ganzen Orks hier, ne? Die hier rumlaufen. Das waren alles Elite. Oha. Ja. Oh, töten wir ein paar Hexmeister. Tschüss. Da gab's aber auch eine Quest. Die habe ich vorhin alleine gemacht. Heute. Das waren alles. Da war das mal eine Elite-Quest, oder was? Interessant. Kommt der Typ. Ach, da. Und Peng. Oh, jetzt kommt eine Patrouille. Hallo. Geil, Herz des Zorns. Gut, das ging jetzt doch fix. Finde ich gut. Ja, ich kenne die Quest ja halt, ne? Wie viel Leben hatte der gehabt? Der hatte. Okay. Keine Ahnung. Ich glaube, der hätte sich auch blenden lassen. Also im. Nee. Ja, gut. A, hätte er A nicht und B, der hält, glaube ich, nicht so viel aus, aber teilt extrem stark aus. Ey, Naru, ey, was geht ab? Ciri, Alter. Ich habe keine Ahnung, wo der Naru da steht.
Ich auch nicht, hat nicht mal die Quest. Nee, eben deshalb ja, das steht einfach nur. Niemand weiß es. Niemand. Alter, ein Pfeilgitter. Kann ich das aufmachen? Alter, geil. Wenn du da einmal drin bist, kommst du ja nicht mehr raus. Dann kann man nur von außen aufmachen. Hast du aber Glück gehabt, doch. Jetzt hat mir mein Rücken gestriffen. Ja, ich hoffe, du hättest mir da geholfen, ey. Nö. Das habe ich mir schon gedacht, die Antwort, Alter. Ey, denkst du? Ja. Riechst du das? Das riecht anders. Oh, Scheiße, Wasser in der Nase, Wasser in der Nase. Okay, jetzt. Oh, was mieft denn hier so, ey? Also, ihr seid zurück, Vorkan. Jetzt wieder eine Gruppenquest, kommt mal einig. Der Kristall, seine Macht in meinen Händen. Quest beenden. Das Herz des Zorns. Ich war vor langer Zeit Zeuge seiner Macht, als es im Besitz von Velen war. Nun spüre ich, wie die gleiche Macht... Ach Mann, der redet so schnell. Mit der Macht des Kristalls können meine Todeshörigen und ich... Wir wären unaufhaltbar. Wir können ihn dann vernichten. Wir können ihn als Herrscher der Scherbenwelt ersetzen. Aber dies ist nicht der Teil der Vision, die mir gewährt wurde. Das ist nicht, wie mein Volk befreit wird. Bitte, Vorkan, ihr müsst das Herz des Zorns an einen sicheren Ort bringen. Bringt es zu Adal. Unsere Mauern sind Adal? Kommt mir bekannt vor. Der Narun Shadrat. Ah! Akama setzt den Kristall in das Medaillon in seiner Hand ein. Ich bin nicht mehr so stark wie einst, Vorkan. All die Jahre, die ich so nah am Bösen verbracht habe, ich weiß nicht, ob ich mir selbst mit einem solch mächtigen Artefakt wie diesem trauen würde. Nehmt dies als meine Versprechen, dass ich auf eurer Seite sein werde, wenn ihr euch Illidan stellt. Bringt es zu dem Wesen, dem wir seine Macht anvertrauen können. Bringt das Medaillon zu Adal in Shadrat. Okay. Alter, geil, da steht ein Portal nach Shadrat, wie praktisch. So ein Zufall, ey. Alter, kommt denn das dahin? Ja, ich denke mal, das war's jetzt, oder? Es sei denn, Adal sagt jetzt, ja, du musst nochmal zum Altar von Shadrat. Dann ist natürlich Gigi. Ah, Mann, der ist so hell. Kurze Frage, Denkser. Ich habe das in der Folge schon mal gestellt... Aber du kannst mir die auch jetzt hier beantworten. Was ist das für eine Stadt? Ist das Silbermond? Hier? Nein. Was ist das dann? Nennt sich Quel Dalas. Okay. Wo ist das zu finden? Quel Dalas. Es gibt hier ein Portal. Ach so. Lol. Zum Anfragen. Wie man in Alcatraz einbricht, hat er eine Quest, GG. Akamas Versprechen. Adal bemerkt euch und umarmt euch mit seinem warmen Licht. Igitt! Alter, geh weg mit deinem warmen Licht. Ich fühle mich irgendwie unsittlich berührt. Das war vor. Er scheint zu wissen, dass ihr etwas für ihn habt. Oha. Als ihr Adal das Medaillon übergebt, verschwindet es mit einem Lichtblitz in seinem Geist. Für einen kurzen Moment erscheint eine Szene vor euch, vielleicht aus der Zukunft. Ihr seht, wie Akama und Maiev aus dem Kerker des Wächters heraustreten und sich zum schwarzen Tempel durchschlagen. Eine dritte, in Schatten gehüllte Gestalt hilft ihnen dabei. Als ihr genauer hinschaut, erkennt ihr, dass ihr diese Gestalt seid. Bam, bam, bam. Alter, richtiger Plot-Twist. Holy shit, ey. Ja, damit wäre der Queststrang Akamas Versprechen beendet. Und das war's, liebe Leute, von der Schattenwelt, wollte ich gerade sagen. Von der Scherbenwelt. Ich weiß, hier gibt's noch mehrere Quests, aber da habe ich keinen Bock drauf. Klapper. Ja. Das Addon ist noch nicht vorbei. Wie, das Addon ist noch nicht vorbei? Komm mal bitte her. Nö. Doch, doch. Hm? Ja. Das ist eine Daily, die zählt nicht. Nein, hier. Was? Was ist damit? Das Portal. Warum? Weil das gehört auch noch zum Add-on. Ist das auch ein Questgebiet? Ja. Oh nein! Oh nö! Ist aber kein Zwang, es ist halt nur so damals gewesen. Hier hat man damals seine Daily Quest gemacht, das hat sich alles nach und nach aufgebaut. Sag mal, haben die in jedem scheiß Blutelfengebiet eine Todesschneise? Theoretisch
ist die Todesschneise von den Geisterlanden bis hoch nach Silbermond bis hier oben hin gekommen. Aber das ist doch eine Insel. Ja und? Geht die durchs Wasser oder was? Ja und? Denkst du, Untote können nicht schwimmen oder was? So, das denn jetzt von dir, finde ich nicht okay. Nein, ich denke. Wie gesagt, aber wenigstens gibt es hier noch einen Erfolg, ne? Erkundet die Insel, hast du ja auch bekommen wahrscheinlich. Ja. Weil du musst hier bloß auf die Insel drauf und dann bist du schon da. Du musst dir das hier, diese Insel hier vorstellen wie die verheerte Küste. Oha, okay. Also kam die auch erst später im Addon quasi dazu. Ja. Ich verstehe. So eine Art. Ja, auf dieser Insel hier gibt es auch zwei Instanzen, ne? Lass mich raten, Sonnenbrunnenplateau. Jupp. Und keine Ahnung. Terrasse der Magister. Ah, Terrasse der Magister. Aber ja. Sonnenbrunnenplateau ist doch eine Inni und eine Instanz und wait. Genau, und Terrasse der Magister ist ein Dungeon. Ja. Okay. Ja, da waren wir ja schon im Sonnenblumenplateau. Werden wir uns in Zukunft angucken. Das war's aber trotzdem erstmal von der Scherbenwelt, liebe Leute. Wie gesagt, die nächste Folge im Schwarzen Tempel ist, denkst du, auch wieder mit dabei. Und dann sehen wir uns wieder, wenn ich die Meuchlerschurke-Folge mache. Da freue ich mich drauf, ich bin gespannt, ich bin froh, dass wir jetzt hier fertig sind, dass wir Akama kennengelernt haben und wir jetzt gemeinsam mit Maiv quasi zum Schwarzen Tempel schreiten. Das war quasi so eine kleine Einleitung für die nächste Folge. Und ja, ich bedanke mich bei Denksa, dass er mit dabei war, finde ich gut, weil ich glaube, ich wäre hier wirklich verzweifelt, ey, das wäre ich nicht alleine weitergekommen. Ja, und hier, das ist halt, ja, wir wurden halt nicht storytechnisch irgendwie hingeführt, beziehungsweise in Shadrath gibt es bestimmt eine Quest, die sagt, jo, ne, musst hier durch. Kommt hin. Aber gut, das war's trotzdem erstmal. Die Scherbenwelt, wir sind komplett durch. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, haut rein, liebe Leute. Und tschüss. Tschüss.